Jedes dieser 8 Gewichte ist 5 Newton schwer. Ist der Hebel im Gleichgewicht? Rechtfertige deine Antwort. Zuerst schreiben wir die Angaben auf. Diese Kraft F1 beträgt 10 Newton und dieser Hebelarm L1 beträgt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Längeneinheiten. Diese Kraft F2 beträgt 5 Newton und der Hebelarm L2 beträgt 1, 2, 3 Längeneinheiten. Diese Kraft F3 beträgt 25 Newton und der Hebelarm L3 beträgt 1, 2, 3 Längeneinheiten. Wir werden natürlich die Formel der Drehmomente einsetzen. Dieser Hebel ist im Gleichgewicht, dann und genau dann, wenn die Summe der Drehmomente links von der Achse gleich ist zur Summe der Drehmomente rechts von der Achse. Also hier in unserem Beispiel, der Hebel ist im Gleichgewicht, dann und genau dann, wenn F1 mal L1 plus F2 mal L2 gleich ist zu F3 mal L3. Hier müssen wir das natürlich überprüfen. In dieser Gleichheit setzen wir diese verschiedenen Werte ein und erhalten somit, der Hebel ist im Gleichgewicht, dann und genau dann, wenn diese Gleichheit stimmt. Und die stimmt dann und genau dann, wenn 60 plus 15 dasselbe ist wie 75, das heißt dann und genau dann, wenn 75 gleich 75 ist, was offensichtlich korrekt ist. Das bedeutet also, dieser Hebel ist so im Gleichgewicht. Endantwort auf die gestellte Frage ist ja. Und jetzt können wir diese Hand da wegnehmen. Wir brauchen den Hebel nicht festzuhalten. Er ist so im Gleichgewicht.